Na, Baum. Können wir das vielleicht sogar? Warte mal. Ja, das will ich doch. Aha. Hätte ja sein können. Oh, ist das schön. Kommen da jetzt die Rahmen? Die kommen. Kann ja nicht viel schief gehen, ne? Da-dam-dam-dam. Genau. Hierher. So, und jetzt. Jetzt wird's richtig eklig. Das müsste aber trotzdem funktionieren. Mhm. Zack. Warte. Zack. Einfach nur. Ja. Warum nicht? Vier. Einen noch. Dafür fehlen uns aber wieder. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir irgendwo Stangen her? Ja klar, von da. Oh, was haben wir denn da? Oh. Mhm. Moment mal gerade. Die brauchen wir nämlich. Wir ja, ist ja gut. Ah. Ja, der Schutzanzug geht für beides. Ah. Zack. Danke. Aber die müssen wir ja nicht liegen lassen. So. Mhm. Zurück ist ja einfacher, ne? Egal, reicht aus. So. Wo haben wir jetzt unser Hersteller?
Den haben wir gleich hier. Ach, egal. Wo war er denn da hinten, ne? So. Oh, gut. Wie viel kann ich machen jetzt? 3 wegen Schrauben. Ich finde es so schön. Ja. Genau, und Schrauben finde ich wo? Ah ne, komm, Schrauben kann ich machen. Kann ich Schrauben machen? Klar. Und den letzten Rotor. Danke. Nur mal schauen. War's das? Ja, das war's. So. Dann würde ich sagen, wechseln wir wieder mal auf das da. Ja. Machen uns hier gerade mal. Ja, wie wäre es, wir machen den auch gleich falsch rum. Genau. Es ist natürlich, ja, es ist natürlich falsch, ne? Ja, danke schön. Passt aber. Der hier ist wieder falsch. Ob das gefitscht hat, ich glaube nicht, aber wir versuchen es. Was machst denn du da? Wo bitte hast denn du da dran gefitscht? Aha. Es ist mir aber auch egal. Der kriegt jetzt Strom. Der passt sich mir halt eben an, ne? Jo, hat alles. Super. So. Dann können wir hier nochmal die Fusionatoren machen. Genau. Und dann, wie immer, was, Moment. Lass es einfach passen. So. Ja, wie wär's mit noch mit dem 4. Ob das passt. Ja, okay. Und hierhin dann ganz, ganz gut. Organisation, davon haben wir genug. Zack.
Zack. Und falls gerade so schön ist, zack. Wir schnappen uns die 8. Zack. Ja. Und zack. Wäre es noch ganz gut, wenn wir dann das Ding noch grundsätzlich mal befüllen. Und zack, ist da schon eine ganze Menge am Laufen. Weil da wird ordentlich produziert. Und wir haben... Ja. So, jetzt ist die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich? Wo ist denn mein Zettel? Ja, lass mich raten. Ich habe den Zettel. Ah, da ist er. Moment. Wie viele von den vielseitigen Rahmen brauchen wir? Dass jetzt das läuft. Wir haben jetzt schon 100. Aha. Ah, ne, Quatsch. Wir brauchen... 10.000. Hm, das ist schon was anderes. Geht aber. So, 20.000 Batterien. So, jetzt müssen wir eigentlich uns nur noch um den Kontrollort kümmern. So, der Control Rod. Und dazu müssen wir ganz woanders hin. Das Ding darf jetzt erstmal laufen. Cut sprengen, da muss ich hin. Und da habe ich auch keinen kürzeren Weg. Hallo? Das ist alles recht gewagt, aber egal. Das läuft ja alles. Und schau mal, da hinten sind wir hin auf bei den 10%. Ja, das ist nicht lang gewesen, das waren ein paar Aufnahmesessions. So. Und da hinten ist Cut-Spreng. Und da muss ich jetzt einfach mal schauen, was an verrücktem Zeugs wir da brauchen. Ich hoffe, kein Plastik. Aber Plastik führte ja keins hin, also brauchen wir es auch weiterhin nicht. So. Das ist Statoren. Davon haben wir genug. Und KI-Begrenzer, davon haben wir nicht genug. Sind diese hier. Oder? Warte. Was kommt denn da hoch? Das sind die Statoren. Die können wir noch weiter... Statoren und die KI-Begrenzer aus. Was sind denn die? Kupferblech und Turbodraht? Das ist kein Problem. Lass mal ganz kurz schauen. Das sind die beiden. Und die machen schon viel zu viel. Das ist gar kein Problem. Ja. Gut. Okay, dann müssen wir es jetzt tun. Meiner MK2. Mhm. Das hier lassen wir einfach genauso, wie es ist. Das reicht nämlich. So, da. Mhm. Wir brauchen Minatoren und Supercomputer. Ist alles kein Problem. Viel wichtiger ist, dass wir wieder diese dämlichen Dinger brauchen. So, und die Statoren, die kneifen wir uns da hinten irgendwo ab. Da haben wir noch genug. So, wie viele von den Kontrollstäben brauchen wir?
4000, das ist nichts. 4000, so, jetzt schauen wir doch mal gerade. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Aha. Jawohl. Das Ding, dem fehlt es einfach an Kupferblech. Mhm. So, für den Moment hauen wir den erstmal die rein, klar. Und eins davon. Dann geht das schon besser. Und der kann... Oh ne, dann macht das ja eh schon ganz gut. Ist okay. Was fehlt dem? KI-Begrenzer. Eigentlich auch nicht. Nö, passt alles. Das Ding läuft. Ja, alles klar. So. Ja, das ist absolut genug. So, wir brauchen... Was ein Quatsch. Warte mal. Statoren braucht der ja 15 pro Minute. Warte mal. Ich brauche... pro 2. Wie viel sind es? 4000. 4000. Also brauche ich 6000 Statoren. 6000 Statoren und 4000 KI-Begrenzer. Das läuft. So. Mhm. Brauche ich im Prinzip nur das Material für guck mal, meiner müssten wir eigentlich hier machen können. Brauchen zwei größere Männer, weil das da läuft ja alles. Oder fehlt da vielleicht? Schnell mal schauen. Na, das ist gar nichts, das da. Gut, das ist auch eine so miese kleine. Lass mich raten, das haben wir mit. Dem reicht auch das Kupfererz nicht. Was da ist ja, das geht gar nicht. Was ist das für einer? MK2. Dem hauen wir erstmal ein bisschen Kupfererz rein, damit es erstmal ein bisschen schneller geht. So, damit das mal läuft. So. Der hat natürlich viel zu viel. Gut, also das ist unserer. Den hier pimpen wir auf, den hier pimpen wir auf. Und den anderen pimpen wir auf. Okay. Wir brauchen also Minatoren. Ne, wir müssen nach Hause. Es geht nicht anders. Hier entlang läuft da alles. Müssen wir gerade mal gucken. Das sieht nämlich nicht so aus. Jo, ne? Also hier läuft gar nichts. Warum nicht? Da läuft nichts wegen den Uranzellen. Mhm. Und hier läuft nichts. Die Uranzellen kommen von hier und hier kommt nichts. Weil...
Batterien zu viel sind. So, das werden wir gleich. Ja, ist ja gut. Ich verschwinde ja schon. Ich bin ja schon weg. So, erstmal weg. Batterien, na? Ziehen wir bald gewaltig ab. Egal, komm. Wir gehen nach Hause.